WhatsApp Desktop funktioniert nicht? 5 Tipps, um es zu beheben. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut und bei guter Gesundheit. Heute mit euch ein neues Video, welches WhatsApp Desktop nicht funktioniert? 5 Tipps, um es zu beheben. Ich hoffe es gefällt euch und nun folgen wir der Erklärung. Wenn ihr WhatsApp Desktop nicht mehr funktioniert, finden Sie hier einige schnelle Lösungen, die Sie ausprobieren können. Die Verwendung von WhatsApp Desktop ist eine großartige Möglichkeit, alle Ihre wichtigen Nachrichten und Benachrichtigungen an einem Ort zu speichern. Es hilft auch bei Ihrer Produktivität, da Sie nicht ständig Ihr Telefon überprüfen oder sich Sorgen machen müssen, etwas zu verpassen. Erste WhatsApp Desktop zurücksetzen. Das Zurücksetzen der App auf die Standardeinstellungen kann Ihr Problem beheben. So setzen Sie WhatsApp Desktop in Windows 10 zurück. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und gehen Sie dann zu Einstellungen Anwendungen. Wählen Sie Anwendung und Funktionen. Wählen Sie aus der Liste der Anwendungen WhatsApp aus und klicken Sie auf Erweitert. Wählen Sie die Reset-Taste. Öffnen Sie WhatsApp und prüfen Sie, ob es funktioniert. Hinweis, Sie können WhatsApp nicht über die Windows-Einstellungen zurücksetzen, es sei denn, Sie haben es aus dem Microsoft Store heruntergeladen. Zweite, schließen Sie WhatsApp mit dem Testmanager. Möglicherweise läuft im Hintergrund ein WhatsApp-Dienst, der die ordnungsgemäße Funktion der App verhindert. Um dies zu beheben, müssen Sie die App vollständig schließen. Das ist wie man es macht. Drücken Sie Strg+Umschalt+Esc, um den Testmanager aufzurufen. Wählen Sie auf der Registerkarte Operationen die Option WhatsApp aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe beenden. Starten Sie die Anwendung erneut und prüfen Sie, ob sie funktioniert. Dritte, verwenden Sie dasselbe LAN. Es gibt eine Sache, die Sie vielleicht übersehen haben, das Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind. Dies mag zwar nicht intuitiv erscheinen, aber Sie sollten Ihren Computer und Ihr Telefon mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbinden, wenn Sie die WhatsApp Desktop-App verwenden möchten. Manchmal scheint dies das Problem zu beheben, wenn Verbindungsprobleme auftreten. Vierte, installieren Sie die App neu. Wenn Sie die App nicht öffnen können, sollten Sie versuchen, sie vollständig neu zu installieren. Sie können die App über das Menü Einstellungen deinstallieren oder einfach in der Windows-Suchleiste danach suchen und deinstallieren auswählen. Danach können Sie es herunterladen und erneut installieren. Fünfte, führen Sie die Internetfehlerbehebung aus. Wenn die App in einer endlosen Ladeschleife hängen bleibt, liegt möglicherweise ein Problem mit Ihrer Internetverbindung vor. Sie können die integrierte Windows-Problembehandlung verwenden, um das Problem schnell zu beheben. Um dies zu tun, klicken Sie auf Start Einstellungen Update und Sicherheit. Wählen Sie im linken Menü Problembehandlung aus. Klicken Sie auf Weitere Fehlerbehebungen. Wählen Sie Internetverbindungen Problembehandlung ausführen, um den Vorgang zu starten. Dadurch erfahren Sie, ob ein Problem mit Ihrer Internetverbindung vorliegt, das WhatsApp Desktop stört. Wir hoffen, dass unsere Tipps Ihnen geholfen haben, WhatsApp Desktop zu reparieren und Sie es jetzt ohne Probleme verwenden. Wenn Sie es eilig haben, können Sie zu WhatsApp Web wechseln. Es verfügt über die meisten Funktionen der Desktop-App, sodass Sie nichts verpassen. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.